Mein Name ist Timo Sorrer, ich bin der CTO von unserem Driverless-Fahrzeug bei municHMotorsport. Wir sind das Formula Student Team der Hochschule München. In der Formula Student bauen wir autonome Rennfahrzeuge für einen Wettbewerb. Das Ganze ist ein Ingenieurs-Design-Wettbewerb, in dem es darum geht, einfach so ein Auto von Grund auf zu konzeptionieren und zu fertigen. Wir hier bauen das Auto eigentlich für jede Saison neu auf, konstruieren das Auto, bauen alle Teile, die wir haben, selber. In der Formula Student treten Teams in weltweiten Wettbewerben gegeneinander an. Unser Team ist ziemlich interdisziplinär aufgebaut. Wir haben aus verschiedenen Studiengängen Leute mit dabei. Das heißt aus der Informatik, Fahrzeugtechnik, Mechatronik, Maschinenbau, aber eben auch aus Designfakultäten oder BWL, um dann so ein komplettes Konzept auf die Beine zu stellen. Auf den Events gibt es verschiedene Kategorien. Das ist einmal die Verbrennerkategorie, die Electrics-Kategorie und die autonome Kategorie. Und wir beim municHMotorsport treten in der elektrischen und in der autonomen Kategorie an. Den Verein gibt es seit 2006 und wir entwickeln jetzt in der vierten Saison an unserem autonomen Rennauto. Für uns beim autonomen Fahren ist die Bildverarbeitung ein relativ wichtiger Bestandteil, um einfach die Strecke erkennen zu können und dann eben auch zu wissen, wo lang wir fahren müssen. Fürs autonome Fahren sind im Endeffekt drei Komponenten wichtig. Das ist einmal die Sensorik, die Software, die das verarbeitet, und dann am Schluss die Aktorik, welches die Aktionen ausführt. In der Sensorik setzen wir hauptsächlich auf Bildverarbeitung für die Streckenerkennung und haben verschiedene Sensoren für die Fahrzeuglokalisierung. Die Bilder werden dann in der Software verarbeitet und diese Inputs werden dann genutzt, um nachher das Auto dann tatsächlich auf der Strecke zu steuern. Im Bereich der Bildverarbeitung ist Stemmer Imaging ein relativ wichtiger Partner bei uns. Wir haben von ihnen technische Beratung erhalten. Dieser Partner hat uns die Stereokameras zur Verfügung gestellt, welche wir für die Erkennung von der Rennstreckenmarkierung benutzen. Wir freuen uns schon sehr auf die Rennsaison 2020 und sind gespannt auf die Ergebnisse.